Oh Gott, das ist der fehlende Stein des Drachenrings. Ich habe Radus Stein gefunden. Wer auch immer Sie sein mögen, verlassen Sie diesen Ort sofort. Das Gleichgewicht auf dem Friedhof ist gefährdet. Nur die Ikone des heiligen Georgs bildet das Gegengewicht zu den dunklen Wesen, die sich hier herumtreiben. Sollte die Ikone beschädigt werden, wird die Welt, wie wir sie kennen, untergehen. Fliehen Sie, ohne sich umzudrehen.
Ich weiß, warum Sie hier sind. Ich habe Mina gesehen. Sie ist im Schloss. Macht Liebe so kopflos, dass sie erneut ihr Leben aufs Spiel setzen? Sie hätte niemals zurückkommen sollen. Die Dämonen sind überall und warten auf sie. Und sie sehen ja selbst, dass ich alles verloren habe. Von nun an kann sie nichts mehr retten. Sie sind zum Tode verurteilt. Sagt Ihnen der Name Kazan etwas? Oh, er war Oberstkämmerer von Fürst Radu, Draculas Stiefbruder. Gott nehme sich seiner Seele an. Er verschwand am gleichen Tag wie sein Gebieter und eine Handvoll Getreuer. Wir waren uns nicht immer einig, aber er war loyal. Warum fragen Sie nach ihm? Warum diese Neugierde? Ich fand seine Leiche und neben ihm ein rätselhaftes Pergamentdokument. Sehen Sie? Achten Sie auf die Pentagramme am Rand des Pergaments. Sie stellen die dunklen Mächte dar, die nur das Schloss beherrschen. Der Text ist in einem Zauberalphabet geschrieben. Ihn zu übersetzen ist ein Kinderspiel. Es geht um den Großritter des Großordens, einen gefürchteten Krieger im Dienste Gottes, dessen Gebeine im Schlossfriedhof ruhen. Der Text spricht vom goldenen Kreuz, das zur Feier seiner Taten gegossen wurde. Das ist ein bedeutendes Symbol der Ergebenheit gegenüber den göttlichen Mächten, das die Pentagramme vernichten könnte, von denen ich zuvor gesprochen habe. Es heißt, dass Kazan und sein Gefolge das Kreuz gestohlen haben, um es vor Dracula in Sicherheit zu bringen. Ein weises Vorgehen. Sehen Sie mal, was ich in Draculas Kerkern gefunden habe. Grundgütiger, das ist Radus Stein. Ich glaubte diesen Stein für immer verloren. Besitzen Sie den Ring noch? Sie wissen, von welchem Ring ich spreche? Ja, hier ist er. Unglaublich. Somit ändert sich das Kräfteverhältnis zwischen Dracula und Ihnen schlagartig. Ich bin mir sicher, dass er nie damit gerechnet hätte, dass der Ring je wieder zusammengesetzt werden könnte. Die einzelnen Teile sind zwar mächtig, aber nur der komplette Ring kann Dracula für immer vernichten. Aber wie kann man Stein und Ring wieder vereinen? Im Ritual heißt es, dass der Ring auf den Grabstein des Drachens gelegt werden muss, das sich in Draculas letzter Zufluchtsstätte befindet. Aber meine Kräfte ermöglichen es mir, Ring und Stein selbst zu vereinen. Die Finsternis sei Zeuge mit dieser Geste! Kommen Sie näher. Lange habe ich auf diesen Augenblick gewartet und im Angesicht des Todes wünschte ich, mehr Zeit zu haben. Dracula muss vernichtet werden. Sie müssen Ihre Suche fortsetzen und Ihre Frau retten. Ich werde einige meiner besonderen Kräfte auf meinen Ring übertragen. Mit ihm können Sie die Pentagramme befehligen, diese dunklen Mächte, die sich im Schloss herumtreiben. Schon wird es dunkel. Ist denn da gar kein Licht, um Dorku zu empfangen? Gnade sei dem Großritter des Georg... Gnade sei dem Großritter des Georgsordens, der zahlreiche Feinde besiegte, das Königreich beschützte und Gott ehrte. Am heutigen Tage, da wir dessen sterbliche Überreste begraben, nehmen wir das goldene Kreuz an uns, das im Gedenken an seine guten Taten gegossen wurde und als Schatulle für dessen Orden diente, um es vor den Händen der bösen Geister zu bewahren. Dieses Pergament wird dem Suchenden helfen, den Anschein zu überwinden und das Versteck des Kreuzes preisgeben. Gott wache über unsere Seelen und beschütze den Ritter und sein göttliches Kreuz.
Gnade sei dem Gnade. Gnade sei dem Großritter des